Hallo, liebe Freunde, ich muss noch einmal mein Lieblingsthema anschneiden, nämlich die Gleichheit oder die sogenannte Gleichheit. Alle Menschen sind gleich. Und das liegt mir auf dem Herzen. Warum? Weil ich feststelle, dass sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen dies wirklich gut meinen. Neuhochdeutsch heißen die dann die Gutmenschen, ist ein anderes Thema. Dies ehrlich und aufrichtig gut meinen. Ob nun, weil sie so ein großes Herz haben, oder weil sie wirklich der Überzeugung sind, das sei alles so und müsste auch so werden. Egal. Was habe ich da für ein Problem? Ich habe das Problem, dass die dann wirklich behaupten, alle Menschen sind gleich. Das muss auf der Zunge zergehen. Denn das wäre ja im Umkehrschluss, alle sind so wie ich. Armes Deutschland, arme Welt. Die Welt wäre längst bereits untergegangen, wenn alle Menschen so, beispielsweise nur so werden wie ich. Also ich weiß gar nichts, überhaupt nichts. Ich habe immer nur so momentane Einsichten, Erkenntnisse und Wahrnehmungen. Aber bei einem einzigen Tag bin ich mir doch relativ sicher. Das Grundprinzip des Universums ist, es gibt eben keine zwei identischen, zwei völlig gleiche Phänomene. Und wenn es sie gäbe, die machen einen kurzen Drift auseinander, schon lebt der eine da und der andere daneben und schon ist wieder alles anders. Das kann also gar nicht gemeint sein. Und die Leute, die das nicht verstehen und wirklich sich einbilden, mit Gleichheit ist gemeint, wir sind alle gleich. Also denen kann niemand mehr helfen. Ich bin denen trotzdem noch dankbar, wenn sie durch diesen Irrtum mit mir gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber es liefert natürlich Munition für die Gegner dieser Gleichheit. Weil es geht nicht darum, dass alle gleich sind. Es geht auch nicht um Gleichmacherei. Solche historischen Irrtümer, dann stecken wir alle in eine Uniform, dann schauen die alle gleich aus und dann haben wir die Gleichheit. Blim, 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 hallihallo. Die Welt lebt doch von den Individualisten, von den Unterschieden, die sich gegenseitig befruchten, die gegenseitig dafür sorgen, dass was Kreatives entstehen kann. Es geht nicht darum, gleiche DNA oder wie immer ihr euch das vorstellt. Also absurder geht's ja nicht. Nein, es geht auch nicht um Gleichmacherei, wiederhole ich noch einmal, sondern es geht um einen Ausgleich von Chancen. Dass man merkt, und das ist ja genau das Gegenteil, dass man eben merkt, dass Unterschiede da sind. Dass man aber erstens mit diesen Unterschieden tolerant umgeht und dass man vor allen Dingen zweitens nicht sagt, okay, wir haben Unterschiede, und deswegen haben wir da den machen wir zum Deppen. Und dann haben wir den, das wird der King. Und der kann absahnen und der kann alle anderen unterjochen. Das ist der Punkt. Chancengleichheit wäre ein gutes Wort.
ein richtig gutes Wort. Und da will ich auch mal ganz klar sagen, dieses Political Correctness, man darf nicht sagen, die Nation hat eine höher entwickelte Kultur und die hat eine niedriger entwickelte Kultur. Oder man darf nicht sagen, die Frauen haben in ganz bestimmten Gebieten nicht die Fähigkeiten der Männer. Ja, wir haben doch auch nicht alle Fähigkeiten der Frauen. Ich kann auch kein Kind kriegen, Schätzle, ne? Nein, darum geht es nicht. Das ist nicht interessant. Erstens kann man es nie verallgemeinern oder schlecht verallgemeinern, aber ein bisschen von der Tendenz her dann doch immer. Und deswegen muss das erlaubt sein, dass ich sage, von der Tendenz her ist es so, es gibt Länder, die haben, aus welchen Gründen auch immer, das ist ganz wichtig, das nachzuforschen, einen Vorsprung in Sachen Bildung, in Sachen Kultur, in Sachen Aufklärung, auch wenn der nicht so weit her ist. Oder man eher dann umgekehrt sagen muss, wenn ihr so einen Vorsprung habt, wieso baut ihr dann trotzdem so viel Scheiße? Ihr müsst es doch besser wissen. Das muss man sagen dürfen. Ohne Problem. Im Gegenteil, das muss man sagen müssen, damit wir sagen, okay, und wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir damit? Sagen wir jetzt bloß, weil sich eine Kultur, die sich unter extremen Bedingungen entwickeln musste, irgendwo, wo es fast nichts zu essen gibt und täglich nur heiße Sonne und keine Bildung. Wie gehen wir mit der um? Stecken wir die in den Sack oder helfen wir der? Wir helfen ihr, ist doch klar.